Hey Leute, da bin ich wieder, euer The Fail of Big Faith. Ich werde es jetzt dieses Video mal ein bisschen kürzer halten als das letzte. Und ja, deswegen werde ich jetzt nur schnell jemanden angreifen. Und das war's dann auch schon. Ich glaube, ich werde jetzt lieber einen Cut machen, damit es wirklich viel schneller geht. Und ja, dann ciao, bis später. So Leute, da bin ich wieder, euer The Fail of Big Faith. So, ich habe mir diesen Gegner ausgesucht. Erstens, er hat viel Gold und zweitens, ich kann hier schnell seine Mörser zerstören und dann ist schon mal die größte Gefahr vorüber. So, jetzt kann ich schon mal hier holen. So. Und ja, die zerstören hier mal hübsch so herum alles. Dann habe ich jetzt weniger Arbeit zu erledigen. Okay, das ist jetzt ein bisschen nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ich wollte wenigstens ein bisschen mehr Gold kriegen. Okay, vielleicht kriege ich noch ein bisschen. Also Öl habe ich schon mal ein bisschen jetzt. Naja. Ich hoffe, diese wird wie bei meinem letzten Angriff hier das zerstören, ohne dass irgendwie angegriffen wird oder so. Und ja, und so hoffe ich nämlich, weil es sehr cool wäre, sehr gut für mich. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen vorspulen, also einen Cut machen. Ja. Wir sehen uns dann, wenn ich halt den besiegt habe oder halt verloren habe. Also Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich doch noch gewonnen. Ja, ich habe zum Glück keinen meiner Helden irgendwie Verlust gemacht. Also, er hat nur ein bisschen Schaden zugenommen. Aber nicht sehr schlimm, also... dieser Angriff hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, ich kann, wenn es so weitergeht, kann ich schon bald die Orniste hier zu Level 3 upgraden. Und ja, dann sage ich mal ciao Leute und bis zum nächsten Mal mit mir, The Fail of Big Wave.